Hallo liebe Leute und willkommen zu dem weiteren Video auf diesem Kanal. Den zweiten Video jetzt nach etwas längerer Zeit, weil ich keine Zeit hatte und ja, die üblichen Sachen. Der Lennart, der war in England, aber jetzt ist er nicht mehr in England. Jetzt sitzt er neben mir. Na? Ihr Lieben? So, dann habt ihr endlich mal seine wundervolle Stimme gehört. Nein, danke. Lang ersehnt war er. Ein Video lang ersehnt. Eine Video mit den 20 Aufrufen. 21. Was? Ja, 1 zu 21 Aufrufen haben wir geschafft. Wahrscheinlich hat sich irgendein Spasti das Video 10 Mal angeguckt und sich ganz über uns lustig gemacht. Waren bestimmt nicht wir. Und dann ein paar Freunden gezeigt, so, guck mal, was für ein Opfer und so. Das könnte ich mir voll gut vorstellen. Aber, ja, die sind sowieso, ne? Ja, egal. So, und deswegen hatte ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie jetzt was zu zocken oder so, deswegen ist es heute nachkommentiert, einfach weil, ja, wenn der da ist, ganz ehrlich, als ob ich dann zocken. Das Gameplay ist ja nicht schlecht. Seine Kommentare zum Gameplay waren ein bisschen daneben, ein bisschen verpeilt. Super. Das eine vor allem, ne, das sagen wir euch gleich, wenn es dann so, eine Stelle ist. Was wir erstmal ansprechen wollten, ist, was ich ganz vergessen habe anzusprechen letzten Video, und zwar machen wir das hier noch so ein bisschen als Experiment, und zwar haben wir niemandem von unseren vielen Freunden, die wir haben, erzählt, genau, dass wir diesen Kanal führen. Einfach, weil wir eben gucken wollten, ob eben man auch in der heutigen Zeit noch, ohne dass man Kickstart halt direkt allen erstmal erzählt, verbreitet, genau, was schafft. Das bedeutet, dass man eben erstmal so komplett anonym. Ich habe so zum Beispiel Mädchen mit mir in der Parallelklasse, die eben auch YouTube gemacht hat und dann allen erstmal einen Link geschickt hat, die dann eben auch innerhalb von einem Monat 500 Abonnenten hatte. Und genau, und wir sind deswegen gucken, auf euch angewiesen, wie das eben so klappt. Aber naja, das wird schon alles gut gehen, und andererseits will ich auch nicht gemobbt werden, weil ganz ehrlich, wer Let's Plays macht und nicht super wie Content bietet, der wird gemobbt bei uns auf der Schule. Und nein, Spaß. Aber alles gut, und ja, jetzt können wir auch mal, wo wir alle wichtigen Infos angesprochen haben, können wir auch mal kurz meinen tollen Kommentar sagen. Und zwar sind wir, glaube ich, sogar gerade genau bei der Stelle, wo ich sie gebracht habe. Ja, kurz. Und zwar sage ich tatsächlich in dem Video, das ist der Vorteil in einem Kampf, wenn man ein Dia-Schwert hat. Weil ein Dia-Schwert einfach voll viel Schaden macht. Also ganz im Ernst, dieses Minecraft-Knowledge, das ist echt das krass. Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Ein Dia-Schwert macht mehr Schaden als ein Eisenschwert oder was auch immer der hatte. Das ist ja egal, aber das ist einfach so heftig. Ohne Witz, also ich glaube nicht, dass irgendwer von euch das gewusst hätte. Also, Props also, an mich, ja, an dieser Stelle. 7 Schaden, das weiß niemand. Ja, nee, das hätte ich echt nicht gewusst. Ja, okay, du bist sowieso so einer. Nein, ja, ich bin ein bisschen verpeilt manchmal, es tut mir leid. Das ist generell so, ich sehe es jetzt schon kommen, ne, dass irgendwie so wir so eine voll gesplittete Community haben werden, wenn wir uns eine aufgebaut haben, dass die alle nur bei ihm gucken, weil er wahrscheinlich so voll ernste Videos machen wird, die ganze Zeit so richtig so, ja, müssen wir das machen, dann das und alles so voll ernst erkennt, nicht, dass er, Mann, stopp mir das nicht! Und jetzt so voll ausrasten werden und so das. Genau, und deswegen wird ja auch ganz witzig, vielleicht können wir auch zu zweit irgendwas machen, und zwar dann so, ich erkläre ihm quasi, wie es geht. Er schafft es. Ich verstehe es nicht. Es wird witzig, das kann ich euch sagen. Es wird garantiert zu enden. Und es gibt schon ein paar Spiele, die auch ich gar nicht so schlecht finde, die er einfach nicht kapieren wird. Es ist einfach Fakt, und ja, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall haben wir damit jetzt, glaube ich, alles Wichtige angesprochen. Wir können jetzt nur mal wiederholen, dass auch wenn jetzt die letzten beiden Videos, also die ersten beiden auch Minecraft-Videos waren, wird der Kanal kein ausschließlicher Minecraft-Kanal sein. Genau, weil wir werden beide, sowohl er als auch ich, auch ein paar andere Spiele spielen und auch viele davon auch zusammen, nicht nur Minecraft zusammen, das wird auch kommen, als nicht nur beide sitzen nebeneinander und kommentieren, sondern beide sind in-game auch zusammen. Genau, das ist relativ wichtig. Ja, und wie wir eben schon gesagt haben, wir machen diesen Kanal ohne jegliche Unterstützung von außen. Das heißt, bitte gebt euer Bestes, uns zu unterstützen. Und ja, damit würde ich sagen, haut da rein, viel Spaß bei eurem Leben und ciao!